Die Vereinigten Staaten von Amerika haben im 18. und 19. Jahrhundert mehrere Kriege geführt, um ihre Position als größte Macht in Amerika zu festigen. Doch das 20. Jahrhundert brachte neue Herausforderungen und Kriege in industriellem Ausmaß mit sich, die die Rolle dieser Nation in der Welt verändern sollten. Das heutige Video setzt unsere Serie über die großen Kriege der Vereinigten Staaten von Amerika fort. Im Ersten Weltkrieg spielten die Vereinigten Staaten eine entscheidende Rolle, wenn auch erst später in dem Konflikt. Der Konflikt brach 1914 aus, aber die USA blieben bis 1917 neutral. Dies spiegelte den amerikanischen Isolationismus wider, einen der Grundsätze der amerikanischen Diplomatie und den Wunsch, sich nicht in europäische Streitigkeiten einzumischen. Doch eine Reihe von Ereignissen führte schließlich dazu, dass die USA in den Krieg eintraten. Auslöser für den Eintritt der USA in den Konflikt war die deutsche Politik des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs. Die U-Boote nahmen ausnahmslos Schiffe ins Visier, die sie als Unterstützung für die Alliierten betrachteten, darunter auch zivile und neutrale Schiffe. Der Untergang der Lusitania 1915, eines britischen Passagierschiffs mit zahlreichen Amerikanern an Bord, löste in den USA Empörung aus, führte aber nicht sofort zum Krieg. Ein Wendepunkt war 1917 die deutsche Entscheidung, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder aufzunehmen, der die Neutralität und die Sicherheit der amerikanischen Schiffe bedrohte. Der andere wichtige Faktor war das Abfangen des Zimmermann-Telegramms, einer deutschen Mitteilung, die ein Militärbündnis mit Mexiko vorschlug, falls die USA in den Krieg eintreten würden. Das Telegramm schlug vor, dass Deutschland im Gegenzug für mexikanische Unterstützung helfen würde, seine verlorenen Gebiete in den Vereinigten Staaten zurückzugewinnen. Die Veröffentlichung dieses Telegramms entfachte die öffentliche Meinung in den USA gegen Deutschland. Präsident Woodrow Wilson forderte den Kongress auf, Deutschland am 2. April 1917 den Krieg zu erklären, mit der Begründung, die Welt müsse sicher für die Demokratie sein. Die Kriegserklärung wurde angenommen und die USA traten auf der Seite der Alliierten in den Konflikt ein. Als die USA 1917 in den Krieg eintraten, waren die alliierten Streitkräfte nach Jahren brutaler Kämpfe dezimiert. Mehr als 2 Millionen Soldaten, die sogenannte American Expeditionary Force, die von General John J. Pershing befehligt wurde, sorgte für einen entscheidenden Schub. Die Ankunft dieser energiegeladenen und frischen Truppen trug dazu bei, den moralischen und physischen Verfall der Alliierten aufzuhalten. Amerikanische Truppen leisteten wichtige Einsätze in mehreren entscheidenden Schlachten am Ende des Kriegs, darunter die zweite Schlacht an der Marne und die Mars-Argonne-Offensive. Diese Schlachten waren entscheidend, um die deutschen Linien zu durchbrechen und einen Rückzug zu erzwingen. Die USA war zwar nicht der einzige entscheidende Faktor für den Sieg der Alliierten, aber im Kriegseintritt im Jahr 1917 und die darauffolgenden Beiträge in Form von personellen und materiellen Ressourcen waren entscheidend für die Veränderung des Kriegsverlaufs. Der amerikanische Fußabdruck beschleunigte das Ende des Konflikts und prägte das Szenario für die Nachkriegszeit, indem er die USA als eine herausragende Weltmacht etablierte. Der Zweite Weltkrieg begann 1939, aber die Vereinigten Staaten hielten an ihrer Neutralitätspolitik fest, während sie den Alliierten durch Programme wie den Land-Lease Act materielle Hilfe leisteten. Doch die japanische Bombardierung von Pearl Harbor auf Hawaii am 7. Dezember 1941 veranlasste die Vereinigten Staaten, endgültig in den Krieg einzutreten. Präsident Franklin D. Roosevelt erklärte Japan am darauffolgenden Tag den Krieg und kurz darauf erklärten Deutschland und Italien den Vereinigten Staaten den Krieg und zogen das Land sowohl in Europa als auch im Pazifik in den Krieg. Die Vereinigten Staaten spielten auch im europäischen Theater eine entscheidende Rolle. Nachdem sie bereits an den Invasionen in Nordafrika und Italien beteiligt waren, spielten sie eine Schlüsselrolle bei dem D-Day, der Invasion der Normandie am 6. Juni 1944, die den Beginn der Befreiung Westeuropas von der Nazi-Herrschaft einläutete. Die militärische Präsenz und die industrielle Leistung der USA waren für die Bemühungen der Alliierten von entscheidender Bedeutung. Zu den wichtigsten Feldzügen gehörten die Schlachten von Midway, Guadalcanal, Iwo Jima und Okinawa. Die amerikanische Strategie des Inselhüpfens oder Leapfrogging zielte darauf ab, wichtige Inseln zu erobern und sie als Stützpunkte zu nutzen, um Japan anzugreifen. Die industrielle Kapazität der USA war eine der stärksten Trümpfe der Alliierten. Die groß angelegte Produktion von Waffen, Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen war für die Kriegsanstrengungen unerlässlich. Die Entwicklung und der Einsatz der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945
waren ebenfalls entscheidend für die Kapitulation Japans und das Ende des Krieges. Der Zweite Weltkrieg hatte auch weitreichende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen in den Vereinigten Staaten. Die Kriegsanstrengungen kurbelten die Wirtschaft an und beendeten die Große Depression. Er führte auch zu bedeutenden Veränderungen in der Gesellschaft, zum Beispiel in Bezug auf die Rolle der Frauen in der Arbeitswelt und die Integration der Rassen in den Streitkräften. Nach dem Ende des Krieges wurden die Vereinigten Staaten neben der Sowjetunion zu einer der beiden Supermächte der Welt und bereiteten den Weg für den Kalten Krieg. Von 1950 bis 1953 war der Koreakrieg ein wichtiger Meilenstein in der Militärgeschichte der Vereinigten Staaten und eines der bedeutendsten Ereignisse des Kalten Krieges. Dieser Konflikt auf der koreanischen Halbinsel verwickelte die US-Streitkräfte in einen Kampf gegen das kommunistische Nordkorea und seine Verbündeten, darunter China und indirekt auch die Sowjetunion. Sie begann am 25. Juni 1950, als Nordkorea mit Unterstützung der Sowjetunion und Chinas in Südkorea einmarschierte. Unter dem Banner der UNO mit Unterstützung mehrerer anderer Länder griffen die Vereinigten Staaten ein, um Südkorea zu helfen. Harry S. Truman, der damalige amerikanische Präsident, betrachtete die Invasion als Versuch, die kommunistische Expansion einzudämmen, wie es in der Truman-Doktrin festgelegt war. General Douglas MacArthur, von den USA geführte UN-Truppen, führten eine amphibische Landung in Incheon durch, die einen Wendepunkt im Krieg darstellte. Diese erfolgreiche Operation führte zur Rückeroberung der südkoreanischen Hauptstadt Seoul und drängte die nordkoreanischen Streitkräfte über den 38. zurück. Als sich die UN-Truppen der Grenze zu China am Yalu-Fluss näherten, trat China jedoch auf der Seite Nordkoreas in den Krieg ein, was eine Reihe von Rückschlägen und Durchbrüchen für die UN-Truppen zur Folge hatte. Der Krieg entwickelte sich zu einer blutigen Pattsituation mit schweren Kämpfen. Der Koreakrieg war bekannt für seine Brutalität und die harten Bedingungen, mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Moderne Luft- und Bodentaktiken wurden ausgiebig eingesetzt, aber es war auch ein Krieg, in dem direkte Konfrontationen und Grabenkämpfe weit verbreitet waren. Der Konflikt endete mit einem Waffenstillstand, der am 27. Juli 1953 unterzeichnet wurde und die entmilitarisierte Zone einrichtete, die bis heute die koreanische Halbinsel halbiert. Es wurde kein formeller Friedensvertrag unterzeichnet und technisch gesehen befinden sich Nord- und Südkorea immer noch im Krieg. Der Koreakrieg hat weitreichende Folgen. Er war einer der ersten ernsthaften Konflikte des Kalten Krieges und bewies, dass die Vereinigten Staaten bereit waren, militärische Gewalt einzusetzen, um den Kommunismus einzudämmen. Er hatte auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die amerikanische Politik und Gesellschaft und führte zu Veränderungen in der Militärdoktrin und der Außenpolitik, die die isolationistische Doktrin endgültig hinter sich ließ. Außerdem zementierte er das Bündnis der USA mit Südkorea. Eine Partnerschaft, die bis heute andauert. In den USA wird er oft als der vergessene Krieg bezeichnet, weil er zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg stattfand, aber seine Lehren sind immer noch aktuell. Der Vietnamkrieg war eine langwierige und umstrittene Angelegenheit, die die Geschichte der Vereinigten Staaten militärisch, gesellschaftlich und politisch tiefgreifend geprägt hat. Der Vietnamkrieg geht auf die Teilung des Landes in das kommunistische Nordvietnam und das antikommunistische Südvietnam im Anschluss des Ersten Indochina-Kriegs zurück. Angetrieben von ihrer Politik der Eindämmung des Kommunismus und der Domino-Theorie, das heißt der Überzeugung, dass der Sturz eines Landes in den Kommunismus den Zusammenbruch anderer Länder in der Region nach sich ziehen würde, unterstützten die USA die südvietnamesische Regierung. Die Unterstützung der USA bestand zunächst aus wirtschaftlicher und militärischer Hilfe, ging aber nach und nach in ein direktes Engagement über. Im Laufe der Jahre unter den Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon Johnson nahm die Zahl der Militärberater und der Hilfe deutlich zu. Nach dem Zwischenfall im Golf von Tonkin 1964, bei dem US-Kriegsschiffe angeblich von nordvietnamesischen Streitkräften angegriffen wurden, erwirkte Lyndon Johnson im Kongress die Golf von Tonkin-Resolution, die dem Präsidenten weitreichende Befugnisse zur Verstärkung der US-Militärpräsenz in Vietnam einräumte. Mit der Operation Rolling Thunder starteten die USA 1965 eine massive Bombenkampagne gegen Nordvietnam und stationierten eine große Zahl von Kampftruppen in Südvietnam. Den Höhepunkt ihres militärischen Engagements erreichten die USA 1969 mit rund 540.000 Soldaten in Vietnam.
In dieser Zeit sahen sich die USA mit einem anhaltenden Guerillakrieg der Vietcong-Kämpfer und den Standardkräften der nordvietnamesischen Armee konfrontiert. Der Krieg war geprägt von harten Kampfbedingungen, Guerillakriegstaktiken und dem umstrittenen Einsatz von chemischen Kampfstoffen wie Agent Orange. Auch die Medien berichteten intensiv über die grausame Realität des Konflikts und schürten damit eine wachsende Antikriegsbewegung. Richard Nixon, der 1968 gewählt wurde, verfolgte die Politik der Vietnamisierung, indem er der südvietnamesischen Armee schrittweise Kampfaufgaben übertrug und die amerikanischen Truppen reduzierte. In der Zwischenzeit fanden in Paris Friedensverhandlungen statt. Das Pariser Friedensabkommen von 1973 wurde schließlich unterzeichnet und führte zum Abzug der amerikanischen Streitkräfte. Der Krieg zwischen Nord- und Südvietnam dauerte jedoch bis zum Fall von Saigon im Jahr 1975 an, was zur Wiedervereinigung Vietnams unter kommunistischer Herrschaft führte. Der Vietnamkrieg hatte erhebliche Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten. Er löste eine tiefe politische und soziale Spaltung aus, veranlasste Neubewertungen der Außen- und Militärpolitik und hinterließ bleibende Narben bei den Kriegsveteranen. Der Krieg markiert auch die erste militärische Niederlage der USA. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und uns zu abonnieren, damit du den dritten Teil dieser Serie nicht verpasst. Wir sehen uns im nächsten Teil.